Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Das ist gefühlt die dritte Aufnahme dieses Partes, weil am ersten Part wollte ich ja, wollte ich eigentlich ja das legendäre Schiff angreifen, da ich merkte, dass das keine gute Idee war. Hab dann natürlich mega auf die Fresse bekommen, war dann irgendwie nach 2,5 Minuten tot, nachdem ich erstmal hingefahren bin. Problem war nur, dass ich danach erstmal für gefühlt 2 Kilometer keine Schnellreise machen konnte, und dann habe ich so gedacht, ja, scheiß drauf, dann mache ich den Part nicht. Fangen wir mit den Forts an. Ja, und bei der zweiten Aufnahme, wo ich dann anfangen habe, da habe ich zu viel Metall gefunden, und dann dachte ich so, scheiße, ich hole mir erstmal das Metall, Leute. Obacht! Obacht! Feuer! Ja, Captain, da sind sie am empfindlichsten. Boah, ich sehe es nicht. Gib den Befehl, Sir! Feuer! Herr Feuer! Treffer hier und sie bricht! Und sie bricht? Wir kämpfen gegen Kort, aber okay. Sie präsentieren sich uns! Feuer! Wir bezahlen! So viel Segel wie ihr gut! Kann. Ich war ein bisschen zu dumm gerade. Also eigentlich schon die ganze Zeit. Vielleicht mal diese Piratenmusik, ey. Feuer! Ah. Feuer! Da, ein gut platzierter Schuss! Feuer! Easy! Da gehen sie unter! Mehr Segel! Alle Segel! Hauptsegel raffen! Drehsegel hoch! Aufgehalten! Immerhin habe ich diesen Part schon mehr geschaut als die anderen beiden zusammen vorher. Also das zweite habe ich irgendwie nur so 50 Minuten angefangen, habe ich gesehen. Metall, das muss ich mir echt holen. Und da ich so, scheiße drauf, will das sowieso keiner mehr sehen. Na komm, oh, meine Fresse, spring doch da ab. Ich hasse es, wenn ich da nicht nochmal springen kann, weil das kann ich in das letzte eigentlich immer. Noch irgendwie so einen Sprung machen, aber manchmal geht das einfach nicht. Manchmal nicht so spiel so, nee. Du darfst jetzt nicht diesen coolen Sprung machen. Da. Dieses Assassin-Symbol nervt ziemlich auf der Karte. Ich glaube, ich sollte immer mal diesen Auftrag machen. Okay, da oben ist so ein Mist. Nice. Nee, springen. Was? Wieso bin ich da? Hä? Bin die Explosion oder was? Könnt ihr bitte aufhören zu kämpfen? Ich hab gerade eure Leute umgebracht, dann hört ihr auch mal auf. Oder macht ihr es nicht mehr, weil ihr keinen Bock mehr auf den Scheiß habt. So, jetzt noch die zweite Kiste hier und dann sind wir auch eigentlich fertig. Und wir haben den coolen Typen da, den Colonel oder den... Was soll man der Typ da ist? Hallo, Freund. Den Kommandanten. Oh, schade. Das sah auch cool aus, wie ich halb durch den Tisch gelaufen bin. Gut, dann haben wir das hier. Als nächstes können wir dieses Fort machen. Ich glaube, das ist am Schluss, wenn wir von hier aus losfahren. Da haben wir nämlich eine schöne, straighte Wasserlinie, müssen nicht nur um die halbe Insel rumfahren. Gib mir etwas Fahrt! Eissegel an die Schoten! Segelreffen rauf! Was haben wir denn hier? Bullenheim. Ich brauche noch einen, wenn ich hier gerade schon mal bin. Warum nicht mitnehmen? Good morning, ladies all. And when we
Wir können übrigens auch die neuen Kanonen schon kaufen, habe ich gesehen. Aber ich war halt gerade im Reisefieber, deshalb wollte ich erstmal den Scheiß. Kannst du bitte hier wegfahren? Ich will hier angeln. Frisches Fleisch, Captain! Harpune bereit! Schiff verfolgt! Bereit zu alle Segel reffen! Captain am Ruder! Feuer! Seite genau da rein! Ich wollte harponieren, nicht irgendwie so ein dummes Schiff erobern. Ja, komm. Da ist das Vieh! Das ist es! Ruhig jetzt! Er zieht an, Captain! Wieso schießt ihr immer so? Duckt er sich irgendwie immer? Das Biest ist verletzt! Das Biest ist verletzt! Gib ihm noch mal das Eis! Voll. Das Riesending an! Naja, der ist eigentlich vergleichsweise klein, wie so viele, die wir schon hatten. Einhol! Einhol! Bring die Hauptsegel in den Wind! Jetzt brauche ich noch einen Hammerhai, glaube ich. Santa Lucia, Santa Rosalia und Tigre. Ja, einen Hammerhai, dann habe ich glaube ich die, was war denn das? Die Haifängermontur oder so? Willst du mich rammen oder was? Das ist wie ein Seefahrt. Die Seefahrts mag ich. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ja, heul nicht rum. Adewale. Feuer! Weiter sind hier in die Segel! Lasst sie dafür bezahlen! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Wir bekommen Unterstützung, Captain! Einfach für uns nicht! Feuer! Achtung, eins! Feuer! Ein Buch passiert! Feuer! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schießt. Feuer! Nein! Wir wurden in Brand gesteckt? What the fuck? Was ist los? Das war nicht nur das, das Fort, was uns hier so auf die Fresse haut. Das sind noch die kleinen Drecksviecher, oder? Achtung, Edward! Feindliches Feuer! Nein! Ja! Heb den Befehl, Sir! Feuer! Sie verwundet! Voll erwischt! Kanone bereit! Schon was Andocken angemacht?
Captain hat das Ruder. Es ging anscheinend nicht gut. Jetzt docken wir aber an. Wenn wir das Fort erobert haben, dann könnte ich hier auch das gleich mal reparieren. Ich glaube, man kann das auch reparieren lassen, oder? Ja, wie dumm, wenn nicht. Oh, Lüchen. Die Offiziere des Forts eliminieren. Jo, kriegen wir hin. Okay, hier oben ist das. Gut gesehen. Was willst du denn mal, Sniper? Kämpfen wir eigentlich mit unseren Assassinen um dieses... mit unseren Piraten um dieses Fort zu befreien, oder... Sind das irgendwelche Assassinen, die uns helfen, oder was? Wie soll ich mir das vorstellen? Nein, nein, nein! Oh, ich habe auf den falschen! Na egal. So ist natürlich auch. War natürlich genauso geplant. Okay, wo bist du? Bist du hier oben drin, oder was? Ich kann dich da drin nicht sehen. Können sie oben drauf sein? Ich guck mal. Ah, oben drauf. Wer auch immer auf die Idee kam, hey, wir sollten es oben drauf packen. Ja, 8, aber auch nur, weil ich so viele Dings habe. So viel Metall. Wenn ich mir eine Sache kaufe, kann ich mir plötzlich nur eins kaufen, gefühlt. No, please, no grenade, mate. You there, hold. Ow. Manchmal verstehe ich echt nicht, was dieses Spiel gerade versucht. What the fuck? Was willst du denn von mir? Okay, hier kann ich anscheinend auch hoch. Hallo, Mr. Kiste. Kennst du erbeuten? Geht doch. Kurz nachladen. Hallo, Freund. Den haben wir mal wieder cool getötet. Schon die britische Flagge abnehmen. Oder walisisch, ich habe keine Ahnung. Okay, dann vermute ich, das hier ist auch einmal ein legendäres Schiff. Aber kann mich ja irren. Obwohl, das hat 3 Sterne. Ich glaube, das ist ein bisschen zu stark noch. Und dann würde ich sagen, holen wir uns Cabo de Cruze. Ich habe gar nicht den Auftrag angenommen. Bin ich just hier? Ja. Nee. Danke. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen. Ja, mein Freund. Komm, hier, nimm. Kannst du mein Schiff Oh, mein Schiff ist repariert. Es gibt nichts zu reparieren. Okay, gut. Das hat sich ja selbst verkauft. Fracht verkaufen. Zucker verkaufen. Yes. Rum verkaufen. Yes. Dann können wir eigentlich hier nur Dings bekaufen hier. Ejector Upgrades. Die Kanonen auf jeden Fall. Für den Rumpf haben wir nicht genug Metall. Den Elite-Rumpf können wir bauen schon. Wir haben den Elite-Rumpf schon gefunden. Okay, das heißt, ich brauche noch 300 Metall. Kannst du keine erzählen, ey. Munition können wir noch kaufen, stimmt.
Und Mörsergeschosse. So. Habe ich 1000 Holz und 1000 Stoff? Aber nur 100 Metall? Also ich finde echt, dass mit dem Metall, das ist einfach blöd gemacht, dass man davon wirklich so krass viel braucht. Ich meine, ich weiß schon, dass es wichtig ist, dass man von an so 2 gefühlt braucht von dem Metall 1000. Das ist halt dumm. Und die Assassinen auf den machen wir irgendwann mal. Ich glaube, das war der letzte Part, den ich heute aufnehme. Das heißt, wir machen das Fort safe fertig. Egal, ob wir Masters überziehen oder nicht. Naja. Ich werde schon irgendwann wieder Metall finden. Und wir haben jetzt Breitseitenkanonen. Wir haben jetzt nur noch... Ne, wir haben immer noch 2 geschlossene... Kanonenfächer. Und das vorher nicht... Auch schon 2 nur? Oder haben wir jetzt auf dem Deck mehr Kanonen? Ich weiß nicht. Ja, das finde ich cool, so übers Meer einfach zu segeln. Die HMS Triumph. Wo bist du denn? Kriegsschiff. Warte mal. Gib den Wind nach! Großmaß, an die Fallleinen! Holt an! Bekämpfen die sich noch weiter? Weil ich will ehrlich gesagt den Kampf zwischen den beiden sehen. Den Sieger hole ich mir und den... Verlierer, den hole ich mir direkt Ja, willst du mich verarschen, Alter? Ich glaube, es gab gerade eine Planänderung. Wir gucken uns den Kampf zwischen den beiden Giganten an. Und die kleine Brie segelt da durch, ey. Könnte ich sein. Aber ich sehe nicht, wie viel HP die haben, ne? Ich finde, ich hatte mehr Metall. 105 und 105. Und mitfeuern einfach? Ach komm, scheiß drauf. Noch mehr von den Hunden, Sir! Feuer! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Sie treffen, Sir! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schieß! Bereit zum Schießen, Captain! Schießt er hier auch auf uns? Wir schießen mit Mörsern! Feuer! Sie verwundbar, Captain! Laden noch nach! Feuer! 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 Und getroffen, Sir! Euer Kamel hat völlig zerlegt! Sektor Feuer! Verlangt. Der Treffer könnten Sie lahmlegen! Feuer! Sie, ein Wirbelwind, Sir! Wenn dieses dumme Verbündetenschiff nicht auch die ganze Zeit in meine Fresse fahren würde, wäre auch alles gut. Gut, wir sind fast gestorben, aber wir haben das Schiff. Ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.